So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Demo von Homeworld 3. Ich hatte ja schon mal nach der Gamescom die Möglichkeit, euch Homeworld 3 zu zeigen, also auch in der Wargames Demo. Die hat sich jetzt inzwischen weiterentwickelt. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal zunächst bei Gearbox Publishing für das Sponsern dieses Streams. Vielen lieben Dank dafür. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier quasi diesen Werbestream haben. Deswegen steht hier auch Werbung, meine lieben Freunde. Ihr könnt euch mit Ausrufezeichen Homeworld 3, also 3 als Zahl, euch einen Link holen. Über den kommt ihr zu Steam hin. Dann könnt ihr noch bis zum 12.02., also heute und morgen, selber Homeworld 3 die Demo spielen und den Wargame-Modus testen. Ich empfehle es euch auch, wenn ihr Bock darauf habt. Es macht sehr großen Spaß und grafisch ist das Spiel natürlich wirklich sehr, sehr nice gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und ich habe es auch festgestellt, dass sie im Vergleich zum Beispiel zu nach der Gamescom die Steuerung verfeinert haben. Das ist mir schon im Tutorial aufgefallen. Ich habe nämlich das Tutorial jetzt extra nochmal gespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viel besser geht. Also ich war da sehr angetan davon. Gut. Kriegsspiele, schnelles Spiel, Kriegsspiele-Demo. Wir gehen mal hier rein. So, Kriegsspiele spielen Schnellspiel, angepasste Lobby. Ihr seht, es wird auch später im Multiplayer natürlich möglich sein, das zu machen. Ich gehe jetzt allerdings trotzdem jetzt erstmal in den Singleplayer rein, logischerweise. So, dann suchen wir jetzt ein Spiel. So wie es aussieht, ist es wieder im Multiplayer? Oh, vielleicht ist es jetzt inzwischen immer Multiplayer. Oder ich mache eine angepasste Lobby, wenn ich alleine spiele. Das ist Multiplayer, stimmt, ich will. Moment, Moment, Moment. Schnelles Spiel. Abbrechen. Abbrechen. Ich gehe mal hier rein. Spielnamen. Oh, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Merp. Privat. Lobby erstellen. Dann müsste ich doch selber auch spielen können. Solo. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie viele Leute das jetzt hier gerade eben spielen oder wie gut es klappt. Oder? Was, der Link funktioniert nicht? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ah, ich weiß warum. Ach, come on. Ich sehe es. Ich hasse es. Ich muss hier noch ein Leerzeichen dahinter setzen. Bitte mach's nochmal. Bitte versuch's nochmal. Mach mal Ausrufezeichen Homeworld 3. Ich habe absichtlich jetzt hier noch meine Leerzeichen dahinter gesetzt. Darf doch wohl nicht wahr sein. Also, Homeworld 3. Nochmal. Hä, warum aktualisiert der das nicht? Warum aktualisiert das Ding das nicht? Ich verstehe es nicht. Schon vor dem Stream aktualisiert. Moment, ich mache einfach nochmal neuen. Ich mache es einfach nochmal neu. Vielleicht geht's ja dann. Darf doch wohl nicht wahr sein, dass das jetzt hier nicht geht. Also gut. Steuerung. Neuer Befehl. Außer wir sagen Home World 3. Ich schreibe es dieses Mal groß. Command already exists, okay. Sekunde, Sekunde. Warum? Im schlimmsten Falle muss ich den Stream kurz neu starten. Aber eigentlich dürfte das kein Grund sein dafür. Wisst ihr was? Wir machen das anderweitig, Leute. Ich ändere mal gerade eben hier auch nochmal den Timer. Ich gehe das hier mal runter auf alle 10 Minuten. Vielleicht geht es ja dann. So, saved. Dann machen wir nochmal Chatbefehl. Homeworld.
Speichere nochmal. Man kann durchaus mitspielen, ja. Wisst ihr was? Dann mache ich das Ding auf wieder. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich verlasse nochmal ganz, ganz kurz. Dann würde ich aber machen, dann mache ich jetzt hier einfach mal Kriegsspiele. Wir suchen jetzt einfach eine Runde. Und jetzt probiere ich es nochmal. Geht das jetzt endlich? Ach, jetzt kennt er den Homeworld-Befehl schon gar nicht mehr. Ey Leute, ich könnte euch beweisen, dass der Befehl da ist. Ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht Share Command. Nochmal Ausrufezeichen Homeworld 3. Also ihr müsst. Nochmal. Jetzt gucke ich mal ran. Der geht doch. Der Befehl geht doch jetzt. Ah, jetzt geht er. Jetzt geht er, Leute. Jetzt geht der Befehl. Endlich. Jetzt klappt er. Ace. Ich habe da gerade eben rumoperieren müssen. Das gibt es ja wohl nicht bei Stream Elements. Okay. Also, wir sind drin, Leute. Wir sind drin. Da ist unser Mothership. Das erste, was ich jetzt hier mache, ist. Moment. Da kommen jetzt schon einige Schiffe raus. Wenn ich B drücke, kann ich hier Sachen erforschen, aufwerten. Ich glaube, wir produzieren schon mal ein paar Aufklärer. Eins, zwei. Dann habe ich hier meinen Sammler. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing Oh, da operations geht's schon los. immediately. Also flieg schon mal Command darüber, will send an Freunde. objective soon. Nee, das ist ein Carrier, das ist gar kein Mothership, Entschuldigung. Also, die Schiffe hier bewege ich jetzt mal da drüben hin. Die können jetzt ja schon mal angreifen. Nummer 2 fliegt da auch rüber. Und das hier ist unser Sammler, unser Rohstoffschiff. Ich brauche gerne Rohstoffe. Sofort hier einsammeln gehen. Jetzt klappt's endlich, sehr gut. Das sind die Schiffe meines Mitspielers hier. Ein gewisser Winston. Go for Interceptor. Okay. Wir müssen also dieses Gebiet jetzt hier sichern, Leute. Und die Rohstoffe einsammeln und immer weiterkommen. Das ist im Grunde so eine Art Survival-Mission, wenn ihr so wollt. Push the range. Keep it close. Also eine Survival-Mission nach der anderen. Und wenn wir halt überleben und weiterkommen, geht's halt weiter. Wenn wir halt nicht, dann verkacken wir. Feind bereitet Angriff vor. So, du fliegst jetzt hier mal dahin. Die Höhe, ja, du gehst mal ein bisschen höher. So. Im Kern müssen wir eigentlich schon relativ tief rein. Meine lieben Schiffe, wo geht ihr hin? Der geht schon sehr tief rein. Okay, du greifst schon mal da an. Ich soll jetzt aber auch noch mal ein paar Schiffe produzieren. Also ich habe schon mal ein paar Aufklärer und noch mal ein paar Abfangjäger. 3000, eineinhalb Rohstoffe haben wir. Und ein paar Bomber wären nicht schlecht. So. Arzen will ein Homeworld 3 Baby von mir. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Hier kommt gleich wieder ein Angriff. So. Wo sind meine Schiffe? Da vorne sind sie schon. Die haben das hier schon gesichert. Ich könnte jetzt versuchen, das hier zu attackieren. Probieren wir es mal. Ich möchte, dass der jetzt hier mal darüber fliegt. Corvette Range engaging. Na.
das ist ja gar nicht meins. Entschuldigung. Ich habe seins mit meinem verwechselt. Mehr Schiffe bitte. Fregatten wären jetzt nicht schlecht. Ich hole mal mir von jeder Sorte 5 Fregatten. Corvette closing fast and heavy. High-value hostile transports are moving into system. Ich habe eine Aufgabe erfüllt. Ihr seht, es gibt auch Aufgaben zu erfüllen. So, ihr geht da oben hin und dahin. Enemy transports will soon arrive at the marked locations. They must not be allowed to escape. Ihr greift dir an. Ihr macht jetzt für mich die Gruppe Nummer 3. Ich kann auch Schiffe natürlich wieder zurückschicken, damit sie repariert werden. DC, Interceptor. On approach, please advise. So, ihr seht, ich baue hier eine Menge von diesen Fregatten an der Stelle hier. Die hier sind komplett voll. Mehr kann ich nicht haben von den kleinen Schiffen. Okay. Wir haben jetzt hier Artefakte, die wir beanspruchen können. Die bringen uns nochmal Buffs mit in diesem Modus. Zenker-Ausrüstung und passive Selbstreparatur für Abfangjäger, Abfangjägergeschwindigkeit um 10%. Das klingt eigentlich ganz gut. Zenker-Ausrüstung, irgendwie Abfang. Einschlag. Selbstreparatur finde ich eigentlich ganz cool. Schwere Bomber, Ranger-Ausrüstung, Zenker-Ausrüstung, Kern. Ich glaube, ich verbessere insgesamt die Abfangjäger mal. Ich konzentriere mich auf die. Noch mehr Abfangjäger-Gedöns. So. Okay, wo ist der Feind? Gerade eben sehe ich nichts vom Feind. Das ist gut. Du hast jetzt hier nichts mehr zum Sammeln. Oh, da hinten muss ich was zerstören. Wir zerstören jetzt die da. Ich schicke alles da drüben hin. Der hier bleibt jetzt erstmal hier drin stehen. Da ist ein Einfallspunkt, da kommen die Gegner immer wieder rein. Eine Begleitfregatte. Ich hole mir mal 5 Begleitfregatten. Aber da bin ich auch schon relativ schnell an der Grenze. Ach, ich habe das gerade eben erst erforscht. Ich hatte die noch gar nicht. Ups. So, Moment. Also die versuchen wir jetzt zu zerstören. Ich besser jetzt mal die Abfangjäger, wenn ich kann. Die Forschung der Überladung, die wir als nächstes haben. Ah, da werden wir ganz schön Damage bekommen. Autsch, 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 autsch. Ich mache jetzt hier mal Formation. Okay, meine Schiffe werden hier gerade im Röntgen zerlegt. Das ist schmerzhaft. Wir brauchen mehr Abfangjäger. Auf die habe ich mich jetzt hier hart konzentriert. Ich weiß übrigens noch nicht, was jetzt hier der beste Konter gegen die ist. Ne? Das muss ich leider an dieser Stelle mal betonen. Das weiß ich nicht. Das wird nicht einfach, die hier aufzuhalten. Ranger-Ausrüstung, Ionengeschützfregatte, schwere Bomber. Dann nehme ich eher die Ionenfregatte hier und nehme Bonus mit. Also wir bekommen auch immer wieder Boni, ne, die wir jetzt hier solche Ausrüstung nehmen können. Der versucht jetzt dem jetzt, ich glaube, hier entgegenzustellen. Fliegst da hoch. Ich habe keine Schiffe mehr, die sind alle weg. Oh Mann. Alle meine Schiffe verloren. Warum sammelst du nichts mehr? Deswegen. Hä? Oh Gott. Yes, understood. Coming up on escort. Ich
Ich hatte ihm eigentlich vorhin einen Befehl gegeben, aber anscheinend nicht richtig. Deswegen habe ich gerade eben keine Mats, keine Rohstoffe. Namen der Mikumo. Okay, jetzt kämpfe ich halt hier mit meinem Trägerschiff mit. Na, hier geht gerade eben nichts weiter, weil ich keine Ressourcen habe. Ich habe da noch nicht so die Routine drin. Das muss ich alles erst noch lernen. Hostile frigate locked. All batteries engaged. Also der andere, der das spielt, der hat schon richtig Ahnung, so wie es aussieht. Vielleicht carried er mich ja hier durch diese Mission. Cycle targets, batteries, adjust. Receiving. So, schaffst du es jetzt hier diese Ressourcen zu holen? Ich find's voll gut. Engaging enemy frigate. Hol die Ressourcen! Clear copy. Ready to copy. Wahrscheinlich schaffen wir es wegen dem anderen. Weniger wegen mir. Da, dann seht ihr mal ein bisschen mehr noch von dem Teil hier. Von dem UI. Ich habe immer noch keine Ressourcen. Warum habe ich immer noch keine Ressourcen? Ich bin schwer irritiert, warum ich immer noch keine Ressourcen habe. Der sammelt gerade eben nichts. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nicht, was es ist. Ein weiterer Rohstoffspeicher ist erschöpft. Ja, ist okay. Jetzt verbinden wir es halt mal da. So. Ist der jetzt zerstört, der eine? Ne, der ist immer noch nicht zerstört. Da hinten ist immer noch einer von denen. Also wir haben noch mal ein bisschen was jetzt hier an Rohstoffen bekommen. Deswegen ging das hier weiter, aber nicht sehr viel. So, jetzt holt der sich hier das Zeug. Das ist jetzt auch gleich leer, wie man sieht. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. So, das cleverste ist jetzt natürlich in einer solchen Situation, so viele Ressourcen mitzunehmen, wie nur geht. Bevor man weiterspringt. Ranger-Ausrüstung, schwere Bomber. So. Es kommen immer mehr Gegner. Ich baue jetzt endlich ein paar Flottenbomben und Abfangjäger. Denn ich habe die Abfangjäger ja hart gepusht. Und möchte das auch weiter pushen. Wie viel ist da noch? 140 waren das jetzt noch. Gleich ist das Ding leer. Der andere hat schon sau viele Rohstoffschiffe gebaut. Wenn ihr mich fragt, sehr clever. So, wo ist mein... Nein. Ach, jetzt hab ich mich schon wieder verklickt. Geh da hin. Hol das Zeug. Ah, ne. Okay, wir springen, so wie es aussieht. Meine ich? Ja, wir springen. Scratch one, enemy free. Oder hat der andere es beendet? Ah, oh! Nee, da gibt es wohl ein Verbindungsproblem, aber ich hoffe, es bin ich nicht. So wie es aussieht, hat der andere beendet. Ah, nee, oder es wird reconnected. Okay.
Also schnell mal da hoch. Hol das Zeug. Hol das Zeug. Incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Higar in command suspects there is an incarnate base within this sector. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Wie weit ist das weg? Das dürfte gehen. Enemy forces arriving shortly. Dann resourcing operations immediately. Ich hole mir nochmal ein Rohstoffschiff oder zwei. Wir fliegen jetzt auch da hoch, damit das Ding geschützt ist. Ready to come. Send message. Der soll sich jetzt dahin bewegen. Ops, come in. That's not rain on the hull. Ready to copy. Ordnance marked. Reposition. Nee, da oben hin. So. Dann, was habe ich für Schiffe? Ich habe noch einen Abfangjäger. Das ist natürlich jetzt nicht super viel. Ich habe zwei Flottenbomber, das ist auch nicht super viel. Ich kann einfach mir gerade eben nichts leisten. Also dadurch, dass ich jetzt keine Rohstoffe hatte, habe ich jetzt natürlich auch ein paar Probleme. Schwerer Bomber, verbessere ich auch nochmal. Oh, jetzt übrigens auch Rohstoffe gehabt. Egal, ich hole jetzt mal die da hinten. Oh shit. Nee, ich möchte, dass du zurückkommst. Ich verliere gerade eben meinen Rohstoffsammler hier an der Stelle. Das habe ich nicht im Sichtfeld gehabt, dass das passieren würde. Rückzug. Und ich kann ihn gerade eben nur bedingt verteidigen. Ohne Rohstoffe kann ich ihn sowieso nicht wirklich verteidigen. Oh, oh, oh. Greift dir mal an. Meine Freunde, greift dir mal an. That's all we need. Strike craft on intercept. Alles klar, Bedena. Yeah, Ballers ab. Schönes großes Transport, nicht Transportschiff, Trägerschiff. Watch it, watch it. Enemy ship destroyed. Aber kann es sein, dass ich keinen Rohstoffsammler mehr habe? Send message. Nee, die haben meinen Rohstoffsammler zerstört. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich mach das hier wieder weg. Das bringt mir gerade nichts. Ich habe keine Rohstoffe mehr. Jetzt habe ich wieder 700. Moment, jetzt kann ich das hier wieder produzieren. Das war jetzt gerade gefährlich nah am GG. Combat alert. Position confirmed. Das war gefährlich nah dran. Oh, bitte, bitte schaffe es, bitte schaffe es, bitte schaffe es. Nein! Oh, es ist GG. Shit. Okay, ich bin hier GG. Ich bin offensichtlich GG, weil ich jetzt hier die Ressourcen nicht mehr herbekommen kann. Gunnery, swap them down. Maintain tracking, fire at will. Das ist nicht angenehm. A remnant of the 5th fleet has been found. We need to scan the wreckage for data and life signs. Keep the area clear of enemy vessels until salvage. Ah, das ist problematisch. Davor bin ich aber auch gewarnt worden. Wenn so etwas passiert, aber ich habe halt nicht gesehen, dass da Gegner sind, ne? Ich habe halt das hier völlig übersehen. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass das hier näher wäre. Meine räumliche Wahrnehmung mal wieder, Leute. Das ist ein Problem. Versammeln, bewegen. Die Frage ist, gibt es irgendeinen Weg, jetzt nochmal einen Rohstoff heranzuholen? Ich brauche Hilfe. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe keine Ressourcen. Warte mal, Dialog, Info, Einheiten, Aufgaben, Ziele. Bauen, forschen. Startmanager. Combat Alert. Alle starten. Nee, das brauche ich gerade eben nicht.
Tja, ohne ein Rohstoffbegleitschiff kann ich nichts machen. Dann gibt es keine Rohstoffe für mich gerade eben. Ich kann jetzt höchstens noch versuchen, das hier noch anzugreifen. Mit dem Trägerschiff. Die Frage ist, kann der mir Zeug geben? Aber ich glaube nicht. Ich guck gerade eben mal, ne? Ja, Produktionssteigerung hilft mir nicht. Das hilft mir ganz und gar nicht. Die Build Queues habe ich abgebrochen. Ach doch, warte mal, du hast recht, ich kann den noch abbrechen. Dann habe ich genügend. Oh, Gott sei Dank. Okay. Wir sind nicht raus. Wir haben noch Mats. Wir haben noch Mats, Leute. Halleluja. Den hatte ich gar nicht mehr gesehen gehabt, dass ich dieses Ding noch hatte. So kommen wir dann doch noch lebendig weiter. Angriffsschiffe gefahren, Zone verdoppelt, alle Zugführungen erlitten Schaden von Aufklären, Abfangen und Kampfjägern. Combat Alert. Ranger-Ausrüstung, Zenker-Ausrüstung. Ja, die Selbstreparatur nochmal verbessern. Oh oh. Ich flieg mal besser hier rüber. Damit ich das Ding hier besser beschützen kann. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Ja, also wir könnten jetzt in die nächste Mission gehen, aber ich möchte noch nicht. Ich brauche jetzt dringend Mats. Also der andere, der kann das richtig gut, ey. Ich bin beeindruckt. So, da kommt der nächste Sammler. Für noch mehr Ressourcen, bitte. Immer noch ein drittes Ressourcenschiff. Fast GG gegangen. Hallöchen, Albert Einhorn. Wo ist die Bank unseres Vertrauens, mein Lautani? Wir haben uns selbst im eigenen Schopf aus dem Schlamm gezogen. Da drüben gäbe es auch noch ein paar Ressourcen. So, ein bisschen gibt es hier noch. Was heißt ein bisschen? Es gibt hier noch, noch einiges. Ein paar tausend gibt es hier noch. Mindestens 3000. Aber der andere springt schon weiter. Das macht's für mich jetzt nicht leichter, ich sag's euch. Okay, wir springen also wieder weiter. Da will einer durchrushen. Der andere will unbedingt durchrushen. Aber theoretisch, Leute, ne, könnt ihr auch mitmachen, ne? Ihr müsst euch einfach nur die Demo runterladen. Macht Ausrufezeichen Homeworld 3 in den Chat. Und es gibt übrigens auch einen Discord, auf den ihr drauf joinen könnt. Wo ist hier das nächste Ressourcengedöns? Ich würde mal sagen, das da unten sieht vielversprechend aus. Destroy the three enemy production base. As long as the base are functional, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Copy. On our way. So, ihr fliegt jetzt mal da runter. High explosive ordnance detected from the long range fleet bay. The rapid response fleet produces large numbers of ships and will be using swarm tactics. Ich brauche jetzt erstmal Ressourcen. Ich lasse den anderen jetzt hier erstmal seine Mission machen, weil ohne Ressourcen kann ich nichts tun. Expect energy weaponry. Namen Guardian, willkommen. Da kommt die Long Range Fleet. Hoffe nicht, dass ich in die reinrolle. Ja,
Ja, ich sag's mal so, Valtano, es ist natürlich leicht, wenn man Leute hat, mit denen man reden kann, aber man kann es natürlich auch mit anderen Leuten online spielen. So, ihr macht hier mal eine Linienformation. Auch wenn es mit zwei Schiffen wenig bringt, eine Formation zu machen. Aber die Boni werden sie trotzdem bekommen. Zenka-Ausrüstung, Kern über die Abfangjäger Schaden. Ja, machen wir nochmal. Range-Ausrüstung. Ich mache immer noch Aufklärer und Abfangjäger. Das ist immer noch mein Ziel. Ich gehe voll auf diese Abfangjäger-Sachen hier. Wo ist meine Fregatte? Habe ich die schon verloren? Wenn man so wenig Schiffe hat wie ich, ist es halt gar nicht so einfach. Ich hoffe, dass die das jetzt schaffen, hier Ressourcen abzubauen, trotz des Angriffs. Das wäre das Beste. Also sie sind auf jeden Fall schon mal da unten jetzt. Leg los, leg los, leg los. Oh Gott, mein Mothership wurde angegriffen. Das ist mein Carrier. Aber ich glaube, der Carrier kriegt das schon hin. Jetzt fliegen die los und holen mir die Ressourcen raus. Gut. Nur noch einer. Brauche mehr Schiffe. Brauche mehr Schiffe. Hilfe, Hilfe. Moment. Zack, ich gehe also jetzt hier rüber. Und darunter geht's, genau. So einigermaßen in Reichweite bist. Oh, endlich haben wir Ressourcen. Endlich haben wir Ressourcen. Bitte, gebt mir Abfangjäger. Wir bauen jetzt Abfangjäger. Wo ist mein drittes Ressourcenschiff? Alle hier, oder? Ja, sind alle hier, sehr gut. So kommen wir vielleicht aus der Nummer wieder raus, die ich mir selber hier gegraben habe. Bewegen. Dahin. Verzichten wir mal auf die Long Range Fleet. Hier kommt jetzt jede Menge von den Abfangjägern raus. Die brauchen eine Weile. Wir produzieren immer mehr Ressourcen. Railgun-Korvetts wären auch schon möglich. Ich weiß nicht, was er da drüben macht, aber er sammelt gerade eben auch hauptsächlich Zeug ein. Ich muss aufpassen auf das da und auf das da. Feindliche Truppen sammeln sich. Ja, das ist vielversprechend. So. Denen gebe ich jetzt hier auf jeden Fall wieder die Delta-Formation. Noch ist kein Gegner da. Ich betrachte das mal als positiv, dass ich noch keinen Gegner sehe. Ich weiß auch, dass diese Einheiten haben alle so sterische Papiersysteme und so weiter und so fort, ne? Aber ich weiß leider noch nicht auswendig, welche Schiffe gegen welche gut sind. Das sind alles noch Dinge, die ich noch lernen muss. So, die Ressourcen sind anscheinend alle jetzt hier geholt. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Moment. Ne, du sollst da hoch, Carrier. Und ihr geht auch da hoch.
Lebt der noch? Der lebt easy. So, ich muss hier dann auch noch die Surgical Strike Fleet mir noch holen, aber ne, das Problem ist, dass ich einfach nicht genügend Kampfkraft gerade hier habe. Wie wäre es mit meiner Begleitschiff-Fregatte? 5 Stück. Die ich jetzt auch noch produziere nebenbei. Und eine Railgun-Corvette möchte ich erforschen. Jetzt haben wir nämlich endlich wieder Ressourcen, Leute. So, da kommt noch keiner raus. Aber wie gesagt, mein Plan ist es erstmal die Ressourcen mir zu krallen. Oh, da unten ist ein Einfallspunkt. Ready. Systems go. Send. Die Begleitfregatten brauchen sehr lange. So, die Railgun Corvette. Jetzt auch mal anzubauen. Ah, da hat schon wieder Feindkontakt. Sofort angreifen, bevor es da oben zu einer Katastrophe kommt. Aber es sind zum Glück nicht sehr viele Angreifer. Die halten das eine Weile durch. So, jetzt kann ich hier nämlich einen Boost benutzen. Dann haben sie für kurze Zeit deutlich mehr Schaden und räumen jetzt den hier kurz mal auf. Sehr nice. Theoretisch müsste ich hier noch das hier noch angreifen, aber erst, wie gesagt, hole ich mir noch mehr Truppen. Und mehr Ressourcen. So, die kommen jetzt hier hoch. Wir gehen die Ressourcen aus. Wieder ein Delta-Formation. Hier kommt zum Glück noch nichts rein. Ressourcen gehen langsam wieder nach oben. Obwohl wir bauen. Gut. Hier hat es noch 600 Ressourcen. Jetzt. Ja, wir haben da ungefähr noch 2400 Ressourcen rumliegen. Da sind wir schon bei 25 von denen. Gut. Distanzflottenhangar. Ja, da muss ich jetzt auch noch gleich angreifen. Und da. Okay, ich würde es mal so sagen. Lass uns jetzt hier mal angreifen. Combat Alert. Wir nehmen jetzt das hier ein. Ich denke, wir sind soweit. Hoffe ich. Ready to copy. Weil der andere hat seinen Job schon gemacht. Noch nett. Da kommen sie. Targeting Corvette. Critical hit. We're hit. Enemy Corvette destroyed. Flight not stationed. Yeah. Watch your break. Move complete. Move through. Keep them guessing. Push through. Take it out. So, flieg da hoch, mein Freund. Flieg da hoch. Copy. Sidelines are clean. Ready. Ich habe immer noch die Begleitfregatten, die sollen jetzt auch noch da hochfliegen. Dann kann ich die Begleitfregatten habe ich schon aufgewertet. Dann können die nämlich die ganzen Schiffe hier reparieren. So, wir erobern jetzt diesen Punkt hier. Wir müssen ihn eine Weile lang halten.
Oh, die Ressourcen, die Ressourcen, die Ressourcen. Ich verbrauche sie schneller, als dass ich sie reinkriege. Ready to copy. Ein paar Railgun-Korvetten. Okay, noch 20 Sekunden. All stations secure for full burn. Corvette copies. Ready to copy. Ihr seid die Nummer 2. Ach Gott, jetzt habe ich die falschen Einheiten ausgewählt. Moment. Acknowledged. Ihr seid die Nummer 1. Support frigate on station. Nummer 3 Abfangjäger. So, jetzt haben wir es neutralisiert und jetzt wird es genommen. Kontakt. That Corvette is done for. Fleet, give us a new target. Copy target, play a shot. Und Attacke. Waffen überladen. Boah, die haben ganz schön Schaden an mir angerichtet. Ihr verfolgt die mal jetzt hier. Repariert die! Repariert sie! Gottes Willen! Okay, ich glaube, wir haben sie zerstört. Hier ist nichts mehr an Ressourcen zu holen. Ihr fliegt da runter. Dann haben wir noch die Railgun-Dinger. Ah, er macht es schon das da, okay. Okay, gut. Dann muss ich mich da hoffentlich nicht mehr drum kümmern. Der fliegt da runter. Das gab es ja früher nie, dass man riesig schneller verbraucht, als sie reinkommen. Das ist bestimmt nur ein Gerücht. Ja, wenn man zu viel gleichzeitig macht, ne? Ich glaube, ihm ist gar nicht aufgefallen gewesen, dass ich am Anfang in der ersten Map meine gesamten Schiffe verloren hatte und riesige Rohstoffprobleme hatte. Ready. Fleet, contact. Enemy strike craft. Na, ich glaube, ich helfe ihm da unten dann doch nochmal ein bisschen, oder? Braucht er Hilfe? Vielleicht braucht er Hilfe. Ich schicke hier nochmal meine Railguns. Oh. Send message. Fleet Corvette tracking strike craft on approach. Meet him head on. Kann ich den hier schnell noch reparieren? Nee, kann ich nicht. Der wurde zerstört. Autsch. In position and standing by. Ops. Greift an. Materials uptick incoming. We're getting swarmed. Ops. We need more support out here. Und spratz den weg, so ich die letzten Ressourcen noch kriegen kann. Tatsächlich war das so, wenn ich mich recht erinnere, Leute, also nach der Gamescom konnte man nur bis zu dieser Mission spielen, nicht weiter. Ich bin auch nur bis hier gekommen. But an enemy battlecruiser has entered the AO. Destroy it to complete your mission. HQ is sending reinforcements to assist you. Ein feindlicher Battlecruiser. Wo ist er? Da oben. Ah ne, da oben. Okay. Go for interceptor. Aber da oben kommen auch noch einige. Warum seid ihr hier? Ich weiß es nicht. Euch habe ich vergessen. Euch habe ich leider vergessen. Ich sammle erstmal nochmal Rohstoffe ein. Ne? Okay, wir machen wieder mehr Abfangjäger.
Geschützfregatten. Ich werte erstmal die Geschützfregatte auf. Und dann mache ich 3 Stück davon. Oder 4 sogar. Weil ich verliere jetzt leider die Begleitfregatten mit dem Reparieren. Das hat leider mir nicht viel geholfen. Enemy Corvette destroyed. Ready. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt mal um die da. Hang in. We're inbound. Corvette destroyed. Während er sich die Ressourcen mir noch kralle. Schafft er das alleine? Oh, der hat einiges an Unterstützung. Go. Ja. Send. Systems go. Send. Can't shake 'em. Oh, wir haben hier die Ressourcen. Send transmission. Wir haben alle Ressourcen, mehr gibt's hier nicht. Okay, dann fliegen wir zurück zum Träger. Moving to shadow. You see us lead? Go for interceptor. Take your fire. Also, jetzt können wir da noch mit angreifen. Lock is good. On my... Send message. Wo sind meine Geschützfregatten? Eine habe ich bis jetzt. Eine. Threat detected. Enemy strike craft. Nein, ich quatsche zurück. 5 Stück reichen. Contact. Enemy strike craft. Im All bewegen sich immer Dinge, Fluxbüchse. Alles in Bewegung. Vielleicht ist das die Erklärung, die du brauchst. Das sind nochmal meine Railgun-Korvette. Bitte hoffen mal da mit Railgun-Korvette. Target ID locked in. Hab ich die Railgun-Korvetten eigentlich schon verbessert? In range. Engaging frigate. Contact. Nein, die habe ich auch noch nicht verbessert. Ready. Break hard. Strike craft within minimum. Corvette needs support. Oh, ich verliere ganz schön Schiffe gerade eben wieder. Okay, der Battlecruiser hat leider ganz schön was drauf. Mein Träger muss weg, der stirbt. Ich wurde zerstört. Wie schnell hat der mich kaputt gemacht? Wow, der hat mich instant fertig gemacht. Aber das macht nichts, ne? Ihr seht, wenn man eine Mission verliert oder auch gewinnt, man bekommt immer eine Belohnung. Und damit können wir dann jetzt hier unser Profil aufwerten. Okay, also eine anpassbare Flotte mit... also wir haben am Anfang so eine Startflotte, man kann jetzt eine andere Startflotte theoretisch bekommen. Präzision, Artefakt. Schaltet Ranger-Aufrüstung, Präzision frei bei Integration. Erhöht alle Aufklärer-Sichtboni bei Schaden. Aufklärerflotte, Angriffsflotte. Eine Startflotte mit Boni auf Angriffsschiffe und vielen bereits gebauten Schiffen. Flotte inkarnieren. Eine anpassbare Flotte mit Schiffen aus der Flotte der Inkarnierten. Ist halt alles noch gesperrt, wie ihr sehen könnt, ne? Also ich kann mir jetzt halt überlegen, was ich nehmen will. Ich glaube, ich nehme mal eine Aufklärerflotte, die ich jetzt hier als nächstes nehmen möchte. Okay, leider haben wir das verloren. Neuer Versuch. Wir werden es nicht aufgeben. Ich kann aber mal gerade eben mal auf mein Profil gehen. Wo war das Profil? Ach nee, das kann ich ja jetzt hier gleich einstellen, was ich machen möchte. Ich meine, dass ich es jetzt hier gleich machen kann. Oder war es für mehr Spieler? Wir werden es gleich sehen. Ah. Tatsächlich, Fluxbüchse habe ich da gar nicht so sehr drauf achten können.
Es war mir nicht möglich, da wirklich volle Kanne drauf zu achten, was du jetzt genau mit dem Drehen meintest. Mit dem beweglichen Nebel. So, ich warte für Spieler, also McWheedle und Mumu. Ich habe immer noch eine Angriffsflotte. Wir haben alle drei Angriffsflotten, okay. Soll in Ordnung sein. So, dieses Mal möchte ich vermeiden, dass ich hier gleich aufs Maul bekomme. Ich möchte das hart vermeiden. Wir werden erstmal dann den Rohstoffpunkt erobern und dann erst unsere Schiffe hinschicken. So, das hier ist der nächste Rohstoffpunkt. Ready to copy. Fliege mal ein. Systems go. Send. Helm, adjust for new course. Jetzt kommen meine Schiffe raus. Go for interceptor. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly Willkommen space. zurück, Higar and Command Josh, mein suspects there Lieber. is an incarnate base within this sector. Diesmal sind wir sogar zu dritt. Wie geil ist das denn? Engage hostile Ja, man merkt, forces dass der eine oder andere von den anderen nicht die ideale We must Internetverbindung find hat. and destroy this base. Ready. So, fliegt dahin. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will Ja, send wir machen objective soon. Resourcing-Gedöns, keine Sorge. Fleet, interceptor lead. In position and standing by. Recon here. Also erstmal Ressourcen jetzt hier einsammeln. Controller here. Der andere hat es geschafft, viel schneller da ranzukommen. Das ist problematisch für mich jetzt. Ja, jetzt hol dir doch die Ressourcen, Mann. Hole dir die Ressourcen, Mann. Wir verbrauchen immer noch Ressourcen. Nee, das will ich nicht machen. Ich hole mir jetzt erstmal eine Ionenfregatte. Erforsche ich jetzt als allererstes. Und du holst auch nochmal Ressourcen. So, jetzt habe ich drei Stück von den Dingern. Dass mir dasselbe Dilemma nicht nochmal passiert. Gegen die Schlachtkreuze müssen die Bomber sehr gut sein. Das ist richtig. Aber eigentlich auch die Ionen-Korvetten. Fregatten meine ich. Die müssen da eigentlich auch relativ brauchbar sein. Okay, der eine ist schon da hinten. Ich kann schon mal mit meinen Jägern da hochgehen und das hier schon mal befreien. Ihr macht mal hier für mich jetzt die Nummer 5. Ich fliege sie nochmal ein bisschen näher. Ich kann mir schon eine Belohnung sichern. Angriff-Unterstützungssysteme. Maximal erlaubt die Anzahl von Angriffsschiffen um 10 erhöhen. Oh! Schwere Bombe verstärkt auf. Nee, mehr Schiffe zu haben ist geil. Ranger, Flottenbomber, Aufklärer. Erhöhe die Flottenbomberhülle um 75% und ermöglicht passive Selbstreparatur. Ich weiß, was ich haben will. Ganz klar, ich weiß, was ich haben will. Send message. Ich flieg schon mal mit ihm da hoch. Carriers on the move. Ich glaube, hier ist gleich Schicht im Schacht. Defending. Was die Ressourcen angeht. Ready. Ja, nicht ganz, aber bald. Receiving. Wieder zwei Belohnungen. Schwere Bomber verstärkte Ausrüstung. Going defensive.
jetzt schon zweimal. Zenker, Zenker, Ranger, alle sich vom Boni wirken auf alle Aufklärer, Abfangjäger, Abfangjäger. Abfangjäger, Schaden. Ja. Immer positiv denken. Ich versuche es. Unter Feuer ist das nicht immer so leicht. So, jetzt fliegt ihr sie gerade immer mal zurück und repariert euch. Wir haben nämlich dieses Mal noch gar nicht irgendwelche Schiffe verloren, was ich hart feiere. So, die letzte Ressource hier. Da kann nicht mehr viel drin sein. Man sieht es bloß leider gerade eben nicht. Jetzt ist es leer. So, geht da hoch. Ja, copy. Go with message. So, geht da mal rein. A remnant of the 5th fleet has been found. We need to scan the wreckage for data and life signs. So, bevor ich jetzt hier diese Area secure, hole ich mir jetzt erstmal die Bomber. Keep the area clear of enemy vessels until salvage operations are complete. Nee, warte mal, ich hole mir nur 20 Bomber. Und da noch 20 Abfangjäger. Command, carrier on location. Genau. Ihr holt euch jetzt hier diese Ressourcen, Freunde. Und erstmal will ich mir jetzt hier dieses Schiff... Oh, die fighten da hinten schon ganz tapfer. Ja, sollen sie ruhig. Ich baue mir jetzt erstmal meine Flotte auf. Go for Interceptor. Ich kann jetzt ja kurz mal mithelfen gehen. Ready. Copy target. Flight adjust. On me. Watch the counter. Wir helfen mit. Obwohl es nicht so aussieht, als dass sie Hilfe bräuchten, aber wir machen es trotzdem. So wie es aussieht, kann man seine Schiffe auch individualisieren. Combat Alert. So, meine Leute sind jetzt hier im Gefecht. Aber viel Gegner gibt es da nicht mehr. Man kann übrigens auch einstellen, was für eine Haltung man haben möchte. Neutral heißt, dass ihr einfach, ihr sehen könnt, Einheiten greifen bei Sichtkontakt an, solange die Waffenreichweite stimmt. Einheiten verfolgen die nur, wenn sie angegriffen werden. Man kann aber auch sagen, dass sie aggressiv sind. Das heißt, sie versuchen immer Schaden zu machen. Sie verfolgen auch Einheiten, wenn sie im Gefecht sind. Oder man macht passiv, Einheiten reagieren auf Angriffe in Waffenreichweite, aber sie verfolgen Gegner oder greifen diese nicht aus eigener Initiative an. Tatsächlich bleibe ich mal bei neutral. Ich glaube, das ist eventuell besser, aber ich bin mir nicht sicher. So, Moment, das muss ich mal immer noch überlegen. Ich habe jetzt die Ionengeschütze der Fregatte schon mal erforscht, aber erstmal will ich die anderen kleinen Schiffe machen. Systems go. Send. Ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt hier gerade eben ganz gut gruppen mit all denen zusammen. Beim Dreierteam ist das hier wirklich stark. Oh, da kommt was. Da kommt was! Also die Internetverbindung von einem der Typen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Oh, wir verlieren hier gerade eben leider wirklich ein paar Flottenbomber. Autsch, autsch, autsch. Corvette is off the board. Send message. Corvette destroyed. Engaging Corvette. Scratch one enemy. Aber hier gibt es zum Glück noch einige Ressourcen, die wir uns gerade krallen können.
Okay, wir haben sie weitgehend. Geh dich mal reparieren? Hier geh dich auch mal reparieren. Interceptors are stacked and ready. Ich warte jetzt erstmal, wie viel wir gleich noch haben werden. Was ist eigentlich die Aufwertung hier? Flottenbombardement ermöglicht die Einheiten, sich zu tarnen und vor feindlichen Sensoren und verstecken. Das Abfeuern einer Waffe hebt die Tarnung auf und macht die Einheit sichtbar. Das ist cool, das heißt also, wir können die Bomber ohne Probleme an den Feind heranbewegen. Ich werde dieses Area hier momentan noch nicht securen. Denn wir brauchen Rohstoffe, Rohstoffe, Freunde. Mehr Rohstoffe. Ich hole mir jetzt die Geschützregatten. Ich habe es zum ersten Mal an Ressourcen genügend. Receiving. Receiving. Ops. Collectors are out. Materials uptick incoming. So, da sind die Flottenbomber. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Go for bomb. Missiles coming in. Chink. Ah, wir gehen, so wie es aussieht. Die anderen haben sich zum Gehen entschieden. Hi, Templeton Pack. Willkommen. Sarellion, das ist der Wargame-Modus. Bei dem Wargame-Modus gibt es dann halt solche Megastrukturen, wo du dann halt drumherum fliegst. Ich kenne aber die Kampagne noch nicht. Ne? Also auch in Homeworld 1 und 2 gab es auch solche große Strukturen. Aber wir wissen halt noch nichts über die Kampagne so richtig von Homeworld 3, das im Mai übrigens kommen wird. Range-Ausrüstung, schwere Bombe-Ausrüstung, nee. Ja. Ich höre mir dasselbe nochmal. Okay, dann, wo sind wir jetzt gelandet? Wo bleiben meine Schiffe? Send message. Wir fliegen jetzt da hoch. Helm, adjust for new course. Enemy vessels will be closing in on our location. Gather available resources and stand by for an objective from command. Receiving. Ihr holt jetzt hier diese Ressourcen. Confirmed. Ihr könnt schon mal hier angreifen. Send. Roll in and watch the counter. EOS lock is good. Setting up for run. Das sind die nächsten Rohstoffe, die wir hier haben. Max power. EOS tracking is good. Break, break. Keep it steady, flight. Engaging strike craft. Quick fire. Hyperspace signatures detected. Enemies inbound. Prepare for attack. Okay, wahrscheinlich da drüben vom Einfallspunkt aus. Push the range. Keep it close. Line them up. Close the range. Good miss. Send message. Critical hit. Ich gebe mal den hier, die Enemy frigate destroyed. Okay, wir sind bei den Aufklärern komplett voll, wie ich gerade eben feststelle. Gut, 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 gut. Dann brauchen wir die Ionen-Unterstützungsfregatten. Und Railgun-Korvetten. Okay, wir machen wieder Ressourcen. Das ist gut. Also, wir müssen einfach nur Rohstoffe momentan sichern. Es gibt gerade eben nichts, was wir tun können. Es sei denn, wir greifen das hier an. Ich helfe da mal kurz mal mit. So, dann verbessern wir bei den Abfangjägern die Überladung. Und bei euch machen wir noch die Tarnung. Ist alles teuer, aber wir haben ja Rohstoffe. CKW meint, der hat ja echt eine Bambusleitung, der ist bestimmt in Deutschland wahrscheinlich. Ich verbessere weiterhin meine Bomber. Nochmal Bomber-Boni.
Selbstreparatur von Abfangjägern, jawohl. Aufklären, nein. So. Dann fliegen wir mal zurück zu unserem Schiff ein. Combat Alert. Oh, ich habe jetzt Ionengestütze jetzt gewartet. Jetzt haben wir 4 davon. Ich habe noch ein paar Aufklärer, die mache ich zu Nummer 6. Und die Flottenbomber sind immer noch die Nummer 2. Okay, da kommt jetzt. Wir müssen immer noch nur Rohstoffe sichern, ja, dann sichern wir Rohstoffe. Wir sichern Rohstoffe. Jetzt haben wir die Tarnung, sehr gut. Was bringen wir bei der Dreifachschuss? A remnant of the 5th Fleet has been found. We need to scan the wreckage for data and life signs. Secure area da oben. Keep the area clear of enemy vessels. Na, wir helfen dir erstmal drüben mit. Oh, ne, warte mal. Ah, ne, doch. Ich dachte, es wäre ein Gegner von mir. Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Dann müssen wir es da drüben hinfliegen. 1, 2, 3. 4 und 5 und 6 lassen wir hier. Die 5 ist ja sowieso gerade eben dabei, jetzt hier die Rohstoffe einzusammeln. Zip. Ah, die Rohstoffe sind sogar schon fast weg. Eindrucksvoll. Dann können wir gleich da hochfliegen. Um noch mehr Rohstoffe einzusacken. Jetzt bitte. Clear, copy. Du fliegst dann mal mit da drüben hin. Confirmed. Carriers on the move. Okay. Die halten ja diesen Fallpunkt aus und ich gehe zur Secure Area Position. So, wir haben den Dreifachschuss. Und dann tun wir noch die Ionenverbrennungsmodus erforschen. Oh, wir sind hier sehr, sehr schnell bei diesen Rohstoffen, oder? Ah, nee, es sah nur so aus. Es sind genügend. Es sind genügend da. Go for bomber. Break. Check target. We're locked in. So, Moment, jetzt machen wir hier den Überladen-Modus an. Dann machen wir nämlich ganz gut Schaden hier. Okay, wir haben einige Versorgungsgrenzen erreicht. Oh, da drüben hat sie auch einiges noch an Ressourcen, aber die lasse ich dem anderen. Ich bleibe an dem hier drin. Oh oh. Das sind viele. Das sind viele. Ich glaube, aber nee, ich bin immer noch dabei, hier die Anzahl der Schiffe oben zu halten. Ich glaube, wir packen das gerade eben. Ich habe eine komplette Flotte, außer die. Hä, die Railgun-Korvetten. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, warum ich jetzt die nicht baue. Ich dachte, ich hätte sie längst gebaut. Valtano, das liegt deswegen, weil einer der anderen Mitspieler ein Bambus-Internet hat. Das spiele ich halt gerade eben online. Ne? Das ist halt. Ich habe halt nur bedingt die Möglichkeit, mir meine Mitspieler auszusuchen. Ist halt jetzt ungünstig, aber was soll ich machen?
Ich werde auch gleich nochmal gucken, ob ich es nochmal alleine spielen kann. Dann sieht man, dass, dass es normalerweise nicht laggt. Also normalerweise laggt das nicht. Also nicht, wenn man alleine spielt. Das muss wirklich an dem Internetverein der Mitspieler liegen. Threat detected. Enemy strike craft. EOS tracking is good. So, ich verbessere wieder mal etwas. Contact, strike craft. Target destroyed. Ich kann es gerade eben nicht. Warum weiß ich nicht? Habe ich die Ressourcen alle verbraucht? Nee, fast alle verbraucht. Controller here. Go ahead. Es sind noch ein paar wenige da. We've got incoming. Break track. Go for interceptor. Wie viel habe ich denn jetzt hier von den 12? Ich hole mir nochmal zwei Abfangjäger. Okidoki, Moment. Wo ist mein Schiff? Ich schicke sie mal gerade immer wieder zurück zur Reparatur, Leute. So, das hier ist jetzt alles gemacht. Jetzt holen wir uns diese Ressourcen noch. So, das hier sind jetzt hier unsere Ionengeschütz-Korvetten. Mit denen fliege ich jetzt auch mal da hoch. Dann, warte mal, habe ich die Nummer 6. Das hier sind meine Aufklärer. Ich habe halt nur noch diese wenigen, ne? Send Transmission. So, kann ich jetzt dieses Artefakt beanspruchen? Nö, ich weiß nicht, warum ich es nicht kann. Vielleicht habe ich auch schon zu viele beansprucht. Das kann natürlich gut sein und die anderen müssten das tun. Oh. Da ist noch ein feindlicher Zerstörer. Also Leute, jetzt kommt's. Repariert euch. Es gibt Bomber, also Flottenbomber momentan. Diese hier. Anti-Großkampfschiff, stark gegen große, langsame Gegner. Schwach gegen Jäger, Gegner mit Flächenschaden und Geschütze. Ich weiß nicht, ob Plasma-Bomber was Extras waren, Albert. Das könnt ihr nur ihr alten Hasen mir sagen. Oh, oh, oh. Ja, da drüben gehen jetzt hier gerade eben meine Abfangjäger drauf. Aber das ist in Ordnung. Flottenbomber. Receiving. Interceptor read. Receiving. Go for bomb. Ach, ich hab die auch in der 3 drin. Das ist natürlich ungünstig. Go for ion. Receiving. Ready. Move is complete. Ready to copy. Ihr könntet jetzt mal den da angreifen. Send message. Target set. Bomber on course. Target set. Adjusting. Hit. Das ist ein größeres Schiff da drüben, das greift uns mal an. Der muss weg. Behaupte ich. So, und ihr sammelt hier fröhlich immer noch Ressourcen, ne? Na also. Dann fliegst du jetzt hier hoch. Albert meint, ja, das klingt von der Jobbeschreibung richtig. Die waren immer das Mittel gegen feindliche Kreuzer, Zerstörer und Ionenfregatten. Dann sind es wohl die, nehme ich mal an. Okay, ich mache immer noch hier die Railgun-Korvetten. Und jetzt ist der da unten hoffentlich fertig. Da hier zwölf, jetzt kann ich jetzt tarnen. Die sind getarnt, so lange bis sie jetzt wieder angreifen. Send message.
So, Moment, Freunde. Verbrennungsmodus. Get me scopes on that thing. Don't lose visual. Strike craft are pushing in. Take them out. Ein Schuss wäre noch ganz gut, dass der down gehen würde, der Kerl. Aber wahrscheinlich brauchen die recht lange mit ihrem starken Strahl. Die haben dem gerade eben ganz schön zugesetzt. Okay, sie haben ihn. Sie haben ihn. Wo ist mein Schiff? Ach, hier auf dem Weg. Also alle mal wieder zurück. Alle zurückfliegen. Boah, ich habe so viele Abfangjäger verloren. Holy moly. Autsch. Autsch, Freunde. Das ist ein größeres Schiff, ein Zerstörer. Bitte zieh dich zurück. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Das war jetzt echt ungünstig, dass der da hier aufgetaucht ist. Der tut richtig weh. Ich bin der Meinung, dass ich jetzt eine Begleitfregatte haben möchte, sobald es geht, um mich zu reparieren. Ich tanke ja gerne, aber nicht auf Kosten meines Schiffes. Das wäre nicht mein Wunsch. Okay, meine Schiffe kommen an. Und der hat es gleich hinter sich hier. Was ist mit euch? Warum kommt der nicht? Kommt mal her. Ich habe noch eine halbe Flotte, die nichts tut. So, alle mal ran jetzt hier an den Gegner hier. Okay, meinem Träger geht's wieder gut. Wir haben die Ressourcen eingesammelt. Gibt's noch Ressourcen auf dieser Map? Ja, da oben gibt's noch Ressourcen. Irgendwas, was man bergen kann. Dann fliegen wir auch mal da hoch. So, macht ihr nochmal Tarnen an, dass ihr nochmal einen kostenlosen Anflug habt. Okay, der Zerstörer ist zerstört. Der müsste jetzt eigentlich platzen, ja, der platzt gerade eben. Okay, meine Bomber kassieren gerade eben ganz schön. Mal alle jetzt hierher, Leute. Wo ist mein Mutterschiff? Wo ist mein Mutterschiff? Ich sehe es gerade eben nicht. Ich gehe mal zu meinem Mutterschiff. Da ist mein Mutterschiff. Okay. So, nämlich mit Backspace kann ich das Mutterschiff aufrufen. Ich versuche jetzt mal noch mal ein paar Schiffe zu retten. Send message. Moving on SO, please advise. Kommt mal hierher, Leute. DC, Interceptor. Ich habe die leider da hinten zurückgelassen. Keiner will diese Artefakte beanspruchen, ich verstehe nicht warum. Ah, dammit, jetzt wurde der ja auch noch zerstört. Aber ich kann auch noch Sachen bergen, die ich gerade sehe. Im Notfall kann ich noch Sachen bergen. Ja, komm, wir bergen mal jetzt hier diese Ressourcen da unten. Wie viele Abfangjäger habe ich? Ich habe nicht mehr so viele Bomber. Ich mache nur ein paar Bomber. Controller on location. Send transmission.
Nee, du gehst hier runter. Also diese eine Area ist hier secure. Ich weiß gerade übrigens nicht, was meine Kollegen machen. Was passiert mit euch denn hier gerade? Oh! Aber ich habe doch gesagt, ihr sollt da runterfliegen. Warum fliegt ihr nicht? Go for flight. Receiving. Okay, wir machen Druck jetzt auf die hier. Ich habe immer noch Schiffe da hinten. Ich fände es cool, wenn ihr mal alle mal herkommen würdet. Oh, jetzt habe ich tatsächlich einen Rohstoffsammler verloren. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ready. Heavy impact. Enemy frigate engaging. Also den haben wir gleich. Ja, der hat ja richtig Ärger gemacht gerade eben. Ätzend Ärger hat er gemacht. Okay, ich habe wieder ein weiteres Sammelschiff. Da unten gibt es immer noch einiges an Ressourcen, die man einsammeln kann. Jetzt holt ihr euch doch. Oder muss ich erst das dafür erforschen? Dann wäre das ein bisschen komisch übersetzt. So, jetzt habe ich die schon mal vorsorglich getarnt. Ist dahin. Du bist auch dahin. Wie viele von euch habe ich? Vier. Also. Oh Gott, da gibt es nochmal Kontakt. Shit, 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 shit. Target set. EOS has him. Send message. Mhm. We copy, fleet. Das hier sind meine Ionengeschütze. Wo sind meine Railguns? Ich habe alle Railgun-Korvetten verloren. Oh. Das ist unangenehm. Sogar äußerst unangenehm. Okay, ihr macht das Damage an den da, und zwar mit einem Verbrennungsmodus. Ihr fliegt auf den da an. Euren Bombenmodus. Da fehlt nicht mehr viel. Kommt, jetzt brennt den weg. Da gibt's noch mehr Gegner. Oh, Schwebekleisterei. Ready. We got it on lock. Moving on attack. Receiving. Ah, jetzt machen sie es. Ich hab's tatsächlich erforschen müssen. Also bergen ist in dem Fall gemeint, dass sie erobern. Das Erobern und Bergen ist ein und dasselbe. Send message. Plasma-Korvette, Kampfjäger. So, was haben wir jetzt? Oh, ich habe einiges hier wieder verloren. Wir haben hier nochmal 15. Send. Gut. Und dann eine weitere Ionengeschütz-Korvette. Wir sind da drüben jetzt schon drin. Autsch, 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 autsch. Enemy strike craft on intercept. Locked up.
Im Singleplayer kann man übrigens auch Pause machen, um sich kurz mal einen Überblick zu verschaffen. Das hilft natürlich ungemein. Was ist mit dir da? Hä? Jetzt flieg doch bitte einfach mal zu meinem Mothership. Ich würde das voll gut finden, wenn das auch mal herkommen würde. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Ja, also es gibt keinen Grund für uns hier zu bleiben. So, Hyperraumsprung initialisieren, habe ich jetzt gesagt. Jetzt habe ich's mal gesagt. Weil hier gibt's nichts mehr. Kein Grund da zu bleiben. Hoffen wir mal aufs Beste. Bin gespannt, was jetzt als nächstes wieder wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob alle beide noch spielen. Mir kam es ein bisschen so vor, als ob nur noch einer spielen würde. Hi Dice, grüß dich, willkommen. Interceptor reads. Send message. Ready to copy. Wo sind meine Flottenbomber? Incarnate Forces ich fliege das mit allem da runter. They're using it as a forward base of operations to attack Hagaran space. It must be destroyed. Check screens and get us moving. Also das sind die Abfangjäger. Give me active scan by zone. Destroy the three enemy production bases. Nein, wo sind die Flottenbomber? As long as the bases are functional. They will be able to provide reinforcements to the enemy. Ready to copy. Go for flight. Da sind sie. The rapid response fleet produces large numbers of ships and will be using swarm tactics. Das sind die Railgun Schiffe. High explosive ordnance detected from the long. Okay, ich habe weniger Schiffe als ursprünglich. Ich habe nicht alles mitgenommen. Interessant. Capital ship signature detected at the force projection fleet bay. Anti-armor weaponry recommended. Mir sind auch die Rohstoffe wieder ausgegangen. Super schwerer Bomber. Schwere Bomber wieder was verbessern. Okay. Greift jetzt die an. Und ihr holt jetzt die Rohstoffe, Freunde. So, sind jetzt alle meine Schiffe da? Nein. Du sollst immer noch da runterfliegen. Und was ist mit denen da? Jetzt habe ich meine Flottenbomber wieder. Na, also. Also, ihr seid jetzt Nummer 2. Nummer 1. Ihr seid jetzt Nummer 3. Könnt ihr sie mit angreifen? Bitte tut es auch. So, Leute. Und wie gesagt, ihr könnt auch selber den Wargame-Modus in der Demo noch bis morgen spielen, hier zum Game Next Phase. So, jetzt wird es Zeit, dass wir Ressourcen bekommen. Da ist die Force Project Fleet. Ihr fliegt jetzt erstmal wieder zurück zu meinem Schiff hier. DC, come in. Interceptors are stacked. Lass dich mal reparieren. Receiving.
Send message. Ihr bleibt auch mal bei dem in der Nähe. DC, echo back. This is Bomber Lead requesting dock. Go for Corvette. Habe ich jetzt endlich wieder Ressourcen? Jetzt habe ich endlich wieder Ressourcen. Hi Mo, grüß dich. Na, wie geht's dir? Hoffentlich gut. So. Ach, die kommen beide jetzt hier zu mir links runter. Warum, weiß ich nicht. Aber sie kommen beide jetzt hier runter. Systems go. Send. So, wir verbrauchen natürlich die Ressourcen jetzt ja auch gleich wieder. Schneller als wir gucken können. So, warten wir mal. 20 sollen das ja jeweils sein wieder. Combat Alert. Wo werden wir angegriffen? Da unten. Also gut, greift da an. Roll in and watch the counter. Target set. Helm, move to engage. Gunnery confirm ready. Meine Railgun-Korvetten sollen jetzt auch mit angreifen. Charge rails. Move to engage. Bitte in Formation angreifen. Give me a lock on that Corvette. Helm, maneuver as needed. Carrier holding position on mark. Wir überladen wieder die Waffen, da haben wir schon das nicht ausgeschaltet. Corvette down. Enemy Corvette. Boah, die sind gerade ganz, ganz gut da durchgeheizt. Muss man den lassen. Mir geht's auf jeden Fall auch immer noch ganz gut. Also nicht ganz so gut wie noch vor einem Jahr, aber wieder ganz gut. Auf hoffentlich aufsteigen passt. Corvette destroyed through. Keep them guessing. We have contact. Enemy Corvette. Ressourcen werden noch abgebaut. Jetzt haben wir die ja gleich zerstört. Enemy ship destroyed. That's it. Got me locked up. Schafft ihr den jetzt dann noch? Das wäre voll cool. Also gut, jetzt haben wir das ja geschafft. Oh. Wir bomben mal die hier kurz mal weg. Strikecraft within minimum. Corvette needs support. Engage defensive maneuvers. Vielleicht müssen wir sie doch machen. Wir erobern jetzt das hier auf jeden Fall. Danach holen wir uns das da. Last but not least, dann das da drüben. Stark gegen Jäger und Formationen. Anti-Jägerschiff mit Flächenschaden. Stark gegen große, langsame Gegner. Also jetzt sind hier meine, immer noch meine Railgun-Corvettes. Was ist das? Flottenbomber. Nummer 2. Was habe ich da noch? Was ist das? Ah, mein Abfangjäger. Nummer 1. Oh, hi. Der kam aber aus dem Nichts hier mit seiner Truppe hier. Aber der hat es auch nicht gut überstanden, sagen wir, wie es ist. Okay. Wir erobern. Ready to copy. Das ist gar nicht so weit weg. All batteries are just fire. Ion, take strike craft are pushing in. Take them out. We're under fire. Der Träger ist da mit drin. Der Träger bekommt einen eigenen. Der Träger soll da mit drin sein.
Ah, die Ressourcen sind ausgelutscht. Okay. Hm. Hier fliegt schon mal da. Ich hab schon wieder. So, jetzt stimmt's, wie es sein soll. Er geht auch. Jetzt ist es wieder umkämpft, weil sie zu nah sind. Ja, die. Ich brauche die Bombe bei denen gerade eben nicht mitnehmen, das bringt nicht wirklich was. Du fliegst jetzt auch erstmal da hoch. Weil ich als nächstes die Rohstoffe wieder holen will. Noch 3 Sekunden. Okay, das haben wir geschafft. Wunderbar. Ihr fliegt jetzt hier alle erstmal zurück zu den großen Schiffen. Wo sind meine Railgun-Korvetten? Controller in position. Wo sind die? Ready to copy. Da sind sie. Dann können die schon mal dahin fliegen. System send. On me. Maintain visual. All stations secure for full burn. Das macht der Verbündete. Okay, was, wo ist meine, mein Trägerschiff? Das schicke ich jetzt auch hier hoch. Helm, adjust for new course. Wir haben nur noch 619 Rohstoffe. Ich muss was tun, ich muss was tun. Ich muss auf jeden Fall Railgun-Korvetten bauen. Habe ich mich jetzt dazu entschieden. So, jetzt schicke ich auch meine Rohstoffsammler los, damit sie hier noch das hier einsammeln. Ready to copy. So, die bewegen sich ja weiter. Fleet, interceptor lead, in position and standing by. Währenddessen wir dann hier die Rohstoffe einsammeln, holen wir uns hier die Force Projection Fleet hier. Evade, fleet carrier, contact, hostile corvette firing from range. Any ordnance. Ready. Da sind noch garantiert Gegner, fliegen wir mal ran. Understood. Das wäre das erste Mal, dass er keine sind. Go for interceptor. Verstecken sich doch jetzt hier. Ja, ich wusste es. Aber wir haben das ganze Zeug schon abgeschossen. Geil. So, mein Rohstoffspeicher ist erschöpft. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis wir wieder Rohstoffe haben. Also ich kann jetzt gerade eben nichts weiter bauen. Ich habe 17 Flottenbomber und 8 Abfangjäger. 1, 2, 3. Command, carrier in position and standing by. Okay. Bau ist in Auftrag gegeben. Ops, we are in position. Collection underway. Das wird teuer. Wo ist Combat Alert? Ach, von da unten. Was ist denn das da hinten? Der eine da hat ja immer noch seinen Träger stehen gelassen. Also ich glaube, der eine hat einfach aufgehört zu spielen. Oder hat ihn vergessen. Also gut, Leute. Wir sammeln jetzt hier wieder Rohstoffe ein. Send. Send message. Jetzt schicke ich mal die
Korvetten da hoch. EOS dialed, moving in. Die Abfangjäger. New heading set. Helm. Und auch die Railgun Korvetten. Ah, ich schicke auch die da hoch. Copy, move. Ready. 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 Erstmal wieder Formationen machen. Die haben leider die Formation vergessen. Move complete. Bomber on station. Systems go. Send. Das muss nicht sein. Enemy Corvette, ID'd. Angriff. 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 Moment, die Bomber sollen getarnt. Auf den da losgehen. Ihr greift auf den noch an und ihr greift ihn noch an. Eieiei, haben wir gerade ganz schön aufs Maul bekommen. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass sie da sind. Corvette damage nearing critical. Focus fire on hostile Corvette. Maintain range. Oh, hier werden wir auch angegriffen. Locked in and out. Aber zwei Träger nebeneinander werden das, glaube ich, lösen, hier das Problem. Danger close. Hoffe ich. I'm inbound. Send message. Defensive. Receiving. Target received and locked. Receiving. Send transmission. So, holt euch den Kerl. Target reactor is going critical. Stay clear. We're hit. Assessing. Understood. We'll X. Da, guck mal, wie die Bomben hier einschlagen. Oh, das ist der Brennstrahl. Good hit. The reactor is spiking. Corvette down. Den haben wir. Send message. Send message. Target set. So, ihr könnt jetzt das hier erobern. Ich habe leider alle Aufträge. 7, 12, 17, 18. Corvette in sight. Engaging. Ops, update. Resource operations underway. Corvette, move complete. So, wir erobern das jetzt hier schnell. Good hit. Hostile Corvette down. Man hat gerade eben echt mal gesehen, wie schnell diese Abfangjäger weggeholzt werden können, wenn man nur falsche Schiffe bleibt. Corvette destroyed. Aber ich bin halt beim Micromanagement bei weitem noch nicht. All batteries engaged. Corvette reporting critical damage. Okay, das ist erledigt. Corvette. Enemy Corvette engaging target. Contact. Enemy Corvette in range. Ist da immer noch einer? Nee, jetzt nicht mehr. Ich sehe nichts Rotes mehr. Combat alert. Ready to copy. Wo ist Combat Alert? Let's go. Ich weiß es nicht. Receiving. Send message. So, jetzt sind wir Nummer 3. Da sind wieder Gegner. Ready to copy. Target reactor is being alert. Strike craft in range. Engage. Greift an, greift an, greift an. Gunner, set for combat. Set. Find us some cover, or that thing tears us apart. Ready to go. Understood. So, jetzt feuert ihr mal eure Triple Shots hier ab. Yeah! Find us some cover, before that thing tears us apart. Oh, ich bekomme gerade ganz schön aufs Maul. Die Railgun-Korvetten werden zerlegt. Wir sind noch zu weit weg. Targeting strike craft. Au! 8, 3.
Also gut, wir haben den jetzt hier erledigt. Immerhin etwas. Der Groß ist weg. Hier sind die nächsten Ressourcen weg. Der Plan ist es jetzt natürlich, die da drüben noch zu holen. Wie viele sind noch umkämpft, um Gottes Willen? Da sind noch welche. Oh shit. Ich habe ja gerade eben einfach zu wenig Aufklärer. Zu wenig Abwangjäger. So, kommt mal her. Ihr müsst jetzt hier mischen. So schnell es geht. Okay, wir nehmen das jetzt endlich wieder ein. Irgendwas ist hier komisch. Der hat zwei Träger, der Typ. Was ist hier passiert? Der hat zwei Träger. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Hui. Ich brauche wieder Railguns. Stark gegen langsame Gegner mit niedriger Reichweite. So, gehen wir auf 14 jetzt hier hoch. Ich traue mich hier gerade eben noch nicht ran. Ja, die haben irgendwie diesen Träger da oben vernichtet. Ich weiß allerdings nicht, wo dieser Träger herkommt. Ich weiß es nicht. So, wir sind schon hier. Du fliegst dahin. Was haben wir da noch? Wir haben noch mal ein paar weitere Flottenbomben jetzt hier, wie ich gerade eben sehen kann. Send message. Receiving. Go for bomber. Combat alert. Wo sind die Flottenbomber? Go for flight. Move complete. Interceptor holding. Alle Abfangjäger sind jetzt hier bereit. Und Angriff. Go for Ion. Receiving. Engaging strike craft. Hang in there. Flight is on station. We're ready. Nee, ihr fliegt zurück zum Träger, Freunde. Die Bombe brauche ich hier gerade eben nicht dabei. So, kann ich jetzt hier die Ressourcen bitte haben? Dankeschön. Dann fliegen wir jetzt demnächst zur Long Range Fleet. Das muss unser nächstes Ziel sein. Oh! Haus wurde getrennt. Okay. Also das Problem ist wohl, dass der Host derjenige war, der dieses Internet hatte. Also wie gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann versuche ich alleine zu spielen. Auch wenn ich dann neuer Host wird festgelegt. Das wird dann wahrscheinlich ich sein. Das Spiel wird fortgesetzt, okay. Okay, okay. Send transmission. Confirmed. Carriers on the move. Ja, jetzt ruckelt's nicht mehr. On location, please advise. Ready to copy. Jetzt ruckelt's nicht mehr. Reading your fleet. Ausgezeichnet. Combat alert. Das ist vielleicht noch etwas, was eventuell noch gemacht werden sollte. Es geht jetzt eher gerade eben so in die Entwickler.
dass das Spiel vielleicht feststellt, so wer nicht so die geilste Internetgeschwindigkeit hat, dann vielleicht die andere nehmen können, wenn der Host ist, der eine bessere Internetgeschwindigkeit hat. Das ist aber auch eine Idee. Okay, wo sind jetzt hier die Flottenjäger? Die Abfangjäger hier? Das ist, oh Gott! Wir sind aber von hinten angegriffen. Ganz unverhofft. Oh Gott, ich bekomme gerade ganz schön viele Verluste. Aufs Fell gebrannt. Au, 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 au. Engaging enemy strike craft. Come on, head on. Ready. Das war wieder unglaublich schmerzhaft. Ich habe zwei Fregatten zu viel. Wie habe ich denn das gemacht? So, die sollen sich jetzt wieder tarnen, die Jungs. Bitte tarnt euch. Bitte tarnt euch. Ja, können sie wahrscheinlich nur, wenn sie außerhalb der Reichweite sind. LOL! Problem! Den habe ich gar nicht gesehen da unten! Die habe ich gar nicht gesehen! Oh shit! Die habe ich nicht gesehen! Ich verliere schon wieder hier meine Rohstoffschiffe! Ja, werde ich, Baltano, werde ich. Oh, das habe ich nicht gesehen, Leute, dass die hier kommen. Ich verliere schon wieder so ein Teil. Was macht die denn nicht weg, ey? Kann doch nicht so schwer sein, die zu zerstören. Also, jetzt habe ich wieder einen Rohstoffschiff verloren. Da kommen immer mehr von denen. Immer mehr. Okay, wir machen es anders, Leute. Ich muss eventuell jetzt erstmal die Rohstoffe nach oben holen, weil... Woanders... Oder hier? Nee, es ist sinnvoll, es hier zu machen. Es ist sinnvoll, das hier zu machen, hier sind wir schon. Aber hier kommen permanent Gegner rein. Permanent, ohne Ende. Warum kommen da ohne Ende Gegner rein? Okay, ich habe ein Problem. Ich habe keine Rohstoffe mehr. Und habe gerade alles verloren. Holy moly. Okay, wir fliegen jetzt mal hier oben hin. Mit allem, was wir noch haben. Und hol jetzt die Oh nein. Ich kann keine Rohstoffe mehr holen. No! Carrier engaging enemy strike craft. Ach, jetzt weiß ich, was los ist. Ich habe jetzt drei Carrier. Ich habe die Carrier der anderen übernommen. Ja, okay, das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. Weil der eine rausgegangen ist. Ah, okay, wisst ihr was? Wir fangen eine neue Runde an. Weil das bringt so nichts mehr. Das ist, zurück zur Lobby.
Ich spiele alleine jetzt gerade eben und die anderen sind gar nicht mehr drin. Also gut. Angepasste Lobby erstellen. Ja, ich mache das jetzt immer mir selber. Ich gehe mal auf Privat. Ich guck mal, ob ich alleine spielen kann. Ich guck mal, ob ich alleine spielen kann. Also, ich kann jetzt hier auch die Flotte endlich auswählen. Angriffsflotte, Aufklärungsflotte. Ich nehme jetzt hier die Aufklärungsflotte. Da habe ich 5, 6 Abfangjäger und ein Rohstoffschiff. Ja, speichern. Und dann mache ich bereit. Und dann kann ich auch mal alleine jetzt spielen. Muss mich aber auch um alles alleine kümmern. So, jetzt sind wir drin. So, du fliegst jetzt hier rüber. Hier. Ich sag schon mal, dass du als allererstes jetzt 2 Rohstoffschiffe bauen sollst. Sie pushen weiter in friendly space. Higar in Command suspects there is an incarnate base within this sector. Und dann hole ich mir nochmal 1, 2, 3, 4 Abfangjäger. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Und dann hole ich mir nochmal 5 Angriffsfregatten. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon. Du holst ja die Ressourcen. Du fliegst hier dahin. Hier kann man übrigens jetzt nicht Pause machen in diesem Modus. Abfangjäger, Zenker erhöht die Angriffsjägerstärke um 100%, die Panzerung verringert die Abfangjäger Waffenreichweite um 25%. Ja, machen wir. Torpedofregatte, nee. Verdoppelt Anzugriffung Schaden durch Aufklärer, ja. Okay. Du gehst da auch runter. Also gut, ihr holt jetzt hier die Ressourcen. Währenddessen wir uns jetzt hier erstmal Angriffsfregatten bauen. Incoming hyperspace signatures detected. Ready for attack. Was haben wir denn hier noch? Das sind jetzt Abfangjäger nach wie vor. 10 Stück haben wir jetzt. Ich bin aber der Meinung, dass es noch lange nicht reicht. Also, oder nee, warte mal. Wir haben noch mal ein paar Aufklärer dazu. So. Seht zu, dass ihr diese Ressourcen herankarrt. So, wir haben jetzt die Angriffsregatte erforscht. Effektiv Fregatte im Kampf gegen Jäger und Feuerunterstützung in Scharmützeln. Her damit. Immer her damit. Torpedofregatte. Ihr seht, ich habe jetzt auch andere Schiffe zur Auswahl, weil ich eine andere Art von Flotte gewählt habe. Das heißt also, ich habe jetzt eine teilweise eine andere Jägerauswahl und Fregattenauswahl. Wo waren wir angegriffen? Oder? Ready. Recon here. Go. Greift hier an. We got it on lock. Corvette closing fast and heavy. High value civilian transports are moving into system. Provide escort to the extraction point. You must move your carrier into position in order to escort the civilian vessels. Machen wir alles noch, machen wir alles noch. Erstmal vorsichtig alles einsammeln. So, jetzt haben wir schon 2 Angriffsfregatten. Jetzt muss ich meinen Träger da oben hinbewegen. Also gut, dann muss ich ihn da hinbewegen. Mach's gut, Valtano. Go for Interceptor. Ready. So, ihr macht jetzt hier eine V-Formation mit denen. Combat Alert. Da kommt wieder was. Ready. Sensor Alert. Enemy Contact. Carrier engaging strike craft. Okay, die haben gerade eben sehr, sehr wenig zu lachen gegen uns hier.
das ist gut. Ihr habt bereits jetzt hier die Ressourcen. Was ist das jetzt? Das ist auch mal eine Angriffsregatte. Die muss auch wieder hoch. Dann fliegt ihr auch vorsichtshalber noch mit rüber. Ich möchte hier kein Schiff unnötig verlieren. Wir bauen hier immer noch weitere Angriffsregatten. Systems go. Folgt dem hier mal. DC, Interceptor Lead. Echo back with SLS clearance. Rolling into SO. The civilian vessels are in place. Be on alert. Enemies will try to intercept. Okay. Den hier muss ich jetzt eskortieren. Also ihr eskortiert den jetzt hier mal alle zusammen. Combat alert. Ready to copy. Warte mal, ich kann ja die Formation. Hey, was ist mit dem da auf? Mein Aufklärer soll da nicht rein. Go with message. Go for a enemy frigate. Engaging target. Receiving. Target locked. Engaging Corvette. Ihr eskortiert den hier mit. Boah, der ist ja fast zerstört schon. Enemy Corvette destroyed. Frigate in attack range. Engaging. Das hätte schief gehen können. Ihr fliegt hier rüber. Understood. Route laid in. Send transmission. So, ihr eskortiert hier den hier weiter. Bitte weiter eskortieren. Bitte weiter eskortieren. Confirming security escort, awaiting link ID. Carrier comms open. Send. Ja, der ist nicht schnell genug. Der fliegt jetzt mal hier hin. Heading confirmed. Adjust. Ich brauche jetzt auch demnächst wieder Ressourcen. Carrier has hostile strike craft. Gunnery, you know what to do. Systems go. Ich flieg schon mal da drüben hin, meine lieben, die Ärgerlein. Engaging strike craft. Focus fire on hostile Corvette. Strike. Oder nee, ihr greift hier an. Huhu. Contact. Tracking. Full contact here. Target hit. Watch the blast radius. Line them up. Close the range. Contact. Strike craft. Enemy frigate at attack position. Counter. Can't shape. Contact. Enemy strike craft. Ich glaube, die kommt durch die Korvette. Was ist das denn nochmal? Irgendwas, was sie bergen können. Ihr holt euch jetzt hier die Ressourcen. So. Oh, 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 oh. Da geht's wieder Trouble. Watch your brake. Enemy Corvette on intercept. They're tracking us. Combat alert. Ich hoffe, die schaffen das. Enemy Corvette. Moving to engaging Corvette. Ich glaube, die tun viel Schaden. Ja. Enemy Corvette closing, please advise. Wieder Schaden verdoppeln. Jawohl, da kommen sie an. Wusch. Hostile Corvette down. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Also ich kann es jederzeit abhauen, ne? Wenn ich das möchte. Aber ich möchte nicht. Ich hole jetzt meine Schiffe hier alle zurück. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar Rohstoffe ein. Zenker ausrüsten und mir die Selbstläufer von Abfangjägern. Ja, wir machen das. Mehr Abfangjäger. Selbstreparatur. Also überhaupt Selbstreparatur finde ich gut. Dann sage ich, dass wir die jetzt hier aufwerten, dass er überladen werden kann. Dann die Angriffsfregatte. Polarisierte Panzerung. Enemy Corvette destroyed. Say, ich glaube, dass ich jetzt hier wahrscheinlich die Ressourcen weitgehend unbehelligt abfahren kann. Ne? Weitgehend. Contact. Engaging Corvette. Down.
Dann sage ich, die sollen jetzt hier noch das Bergen erforschen. Oh, da kommen immer mehr Gegner. Aber tatsächlich sind die Angriffsfregatten für mich gerade eben einfach ein Glücksfall. Das ist genial. Eins, zwei, drei. Wir bauen weiter Schiffe. Railguns erforsche ich jetzt mal. Ready. Ready to copy. So, diese Rohstoffe sind eingesammelt. Gibt es hier noch irgendetwas, was nennenswert ist? Ne, ich glaube nicht. Wir können, glaube ich, springen. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Jetzt tut es sich nicht mehr, Freunde. Wir springen. Weil das Bergen und so weiter und so fort, ich glaube, da sind eh nicht so viele Ressourcen und ich befürchte, dass ich mehr verlieren würde, als bekommen würde dafür. So, du fliegst jetzt hier hin. Heading confirmed. Adjust. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Higaran Command suspects there is an incarnate base within this sector. Adjust for new core. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Board just lit up. Wait. Enemy forces arriving shortly. Wow, also meine resourcing operations immediately. Meine Angriffsfregatten machen einen verdammt guten Job, ey. Fire, quick fire. Receiving. Go. Quick fire. Push to range, keep it close. Ihr könnt das hier noch angreifen. Roll through. Bei der Gelegenheit. We have contact. Enemy Corvette. Rolling into SO. You got us, lead. Wunderbar. Ionenfregatte, nein. Okay, ich würde mal sagen, dass wir jetzt hier die Railgun Corvette uns noch holen. Also wir sammeln jetzt erstmal die Rohstoffe. Wir sollen sowieso jetzt erstmal die Rohstoffe sichern, das ist unsere Mission. Nichts anderes haben wir gerade eben als Mission. Das heißt, ihr fliegt hier mal zurück. Interceptor on deck. Seraphim. Incoming hyperspace signatures detected. Ready for attack. Send transmission. Ihr fliegt mal alle dahin. Copy. On our way. Ihr auch. Copy. On our way. Ich kann mir wieder eine Artefakt beanspruchen. Fregatten-Unterstützungssystem erhöht die maximale erlaubte Anzahl von Fregatten um 5. Ja! In position and standing by. Mehr Fregatten! Jetzt hole ich mir noch Ionen-Fregatten noch ran. Für Großziele. Weil da habe ich momentan noch nichts. Ready to copy. Was haben wir da noch Schönes? Das wird ein Abfangjäger. Send transmit. Understood. Moving now. Aufklärer. Ihr kommt auch mal hier rüber. Also ihr seid jetzt alle die Nummer 1. Geht in eine V-Formation. Ihr geht in eine Mauerformation. Combat Alert. Wo kommen sie? Da kommen sie. Da kommen sie an. Die Railgun-Korvetten werden von uns jetzt auch direkt noch verbessert danach. Jetzt, wo es nicht mehr ruckelt, geht es ein bisschen anders ab, Leute. Enemy transports will soon arrive at the marked locations. They must not be allowed to escape. Also, wir fliegen da hinten hin. Green line confirmed. Assault is inbound. Corvette comms open. Hallo, Doppelklick. Corvette comms open. New heading set. Helm, move us out. Die Ressourcen sind schon eingesackt. Let's go hunt. Ich sehe gerade eben keine weiteren Ressourcen. Send transmission. Da hinten sind Ressourcen, sehr gut. Systems go. Send. Hier kann ich was bergen. Dann berge mal. Go ahead.
Controller is on the move. Combat alert. Wo? Oh, da hinten. Vector set. Course laid. Nee, sie kommen rein, sie kommen rein. Wisst ihr was? Ihr kümmert euch jetzt um die da. Target ID locked in. Ready to copy. Was sind das hier? Das sind die Transportschiffe. Get us in there. Moving to intercept. Send message. Ich will immer noch die hier bauen. Die ionengestützten Fregatten. Controller on location. Please advise. Understood. Das Bergen habe ich doch auf Force, dachte ich. Strike craft warning. Try for lock. Oh, die fliegen da runter. Controller on location. Please advise. Enemy frigate closing. Please advise. Enemy frigate. Engaging target. I'm coming in. Command. Carrier overhead. Contact. Frigate closing. Adjust. Die kommen erst noch. Ah, die zerlegen die. Das ist nicht... Okay, Rückzug. Rückzug. Ich verliere zu viele meiner Interceptor hier. Channel open. Hang in. Lead is on. Make adjustment. Enemy frigate. Move to engage. Target threat detected. Enemy strike craft. Frigate destroyed. Okay, die machen ganz anders Damage hier. Direct hit. Ran, hinterher. Hinterher, Leute. Target destroyed. Hinterher. Taking the shot. Ihr seid doch schnell genug. Target's reactor is going crazy. Stay clear. Receiving. Okay, ich brauche wieder Ressourcen. Da unten als Ressourcen. Holt diese Ressourcen. Clear copy. Target locked. Contact. Tracking hostile Corvette. Tracking hostile Corvette. They're firing. Fire and move. Target eliminated. Also im Nahkampf sind die nahezu unüberwindbar. Contact. Tracking hostile Corvette. Krass, krass, krass. Fire and move. Combat alert. On to us. Round incoming. Contact. Engaging Corvette. Ja, so gefällt mir das. Corvette in range. Hier müsst ihr noch angreifen. Give me secondary lock on it. Hier, und ihr die hier noch. Engaging Corvette. We have intel. Heavy ordnance. Ich habe fast alle Abfangjäger verloren. Au, 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 au. Confirmed. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide. Hi, Karesak. Grüß dich. Danke dir für den Raid. Willkommen. Und danke schon noch an Taran für den Feind am zweiten. Ich kann auch wieder abhauen. Okay, nee, das will ich dieses Mal nicht. Wurfangriffsfregatte Berserker, die in Angriffsfregatten Schaden um 23% der Geschwindigkeit um 20% erhöht, erlittenen Schaden von Angriffsfregatten um 33% ermöglicht, Berserker-Aufrüstung. Ja, ich möchte, dass sie noch mehr Schaden machen. Ja, mir gefällt's, Karesak. Hast du es auch schon gespielt? So, wir werden jetzt hier noch nicht abhauen, Leute. Wir werden uns jetzt hier noch Ressourcen schnappen. Wir müssen uns diese Ressourcen schnappen. Wir fliegen jetzt hier mit allem, was wir haben, jetzt erstmal da runter. Wir fliegen zu denen jetzt zurück. Oh, oh, oh. Kontakt, Kontakt. Plasma Corvette, ouch, ouch. Fliegst du hin? Du sollst da nicht hinfliegen, du sollst da hinten hinfliegen. Hallöchen Skyhunter, willkommen. Hostile Corvette has us locked in. Contact alert. They're too fast for us. So, genau, mit Ausrufezeichen Homeworld 3 bekommt ihr mehr Informationen zu Homeworld 3, unter anderem den offiziellen Discord. Warum fliegst du immer noch da drüben? Ich verstehe das nicht. Enemy strike craft coming in.
Auto-track all targets. Jetzt hat er es endlich gerafft. Scans active. Target alert. Hostile Corvette on the board. Okay, Corvetten. F-Regatten greift an. Alert. In contact with enemy strike craft. Ich verliere jetzt hier wieder eine Ionen-Fregatte. Take them out. In contact. Enemy strike craft. Lead, come in. So, jetzt haben sie das Reactive Plating angemacht. Was auch immer das ist, das heißt polarisierte Panzerung. Weniger Schaden nehmen, immer gut. Rolling into SO. You got us, lead? So, wo bist du jetzt hier? Liebes Ressourcenteam, holt euch die Ressourcen. Understood. Dafür fighten wir jetzt hier gerade eben. Ops, Controller, we are in position. Collectors are active. Caution alert. Hostile Corvette in range. Fire. Okay, die haben wir erledigt. Ich brauche nochmal 3 Railgun Corvetten. Und. Reactor locked in. Corvette is fine. Ich hole jetzt auch die anderen Schiffe wieder ran. Wo seid ihr? Send transmission. Carrier Corvette in weapons range. Engaging. Ah, jetzt bekomme ich endlich wieder ein paar Ressourcen. Ich sehe, dass da vielleicht was kommt. Da könnte eventuell was Gemeines kommen. Kommt nochmal eine Kampfflotte von da hinten. Trägerlein geht es mal hier hin. Allem anderen, was wir dabei haben. Hier gibt es übrigens noch mehr, was man bergen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich das mir holen werde. Ah doch. Ich denke, ich versuche es mal. Ich weiß nicht, wie ich das bergen soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Combat Alert. Ne, dann springen wir jetzt. Dann haben wir das jetzt hier erledigt. Das reicht fürs Erste. Ich bin immer noch ganz, ganz glücklich mit den, diesen Fregatten. Aber ich glaube, ich muss es jetzt ein bisschen langsamer angehen lassen. Das wäre vielleicht gesünder. Also, nächste Mission. Das muss doch möglich sein, dass wir die schaffen. Ich glaube, fliege ich erst nach rechts unten. Da runter. Incarnate Force is massing at this Progenitor production facility. They're using it as a forward base of operations to attack Hagaran space. It must be destroyed. So, die machen die Mauerformation, ihr macht die V-Formation. Destroy the 3 enemy production base. As long as the bays are functional. They will be able to provide reinforcements to the enemy. Die gebe ich auf die 3. Dann haben wir hier die Railguns, sage ich auf die 4. Die Railguns machen Linie. The rapid response fleet produces large numbers of ships and will be using swarm tactics. Und ihr macht auch Linie. Bleibt an denen dran. Moving on SO, please advise. Schön am Mutterschiff dranbleiben. Hi Ordenspriester, danke dir für deinen Resub im 22. Dankeschön. Also erst Rohstoffe. Und die hole ich erst raus, wenn ich weiß, dass es da unten safe ist. Also meine Flotte ist so groß, wie sie sein kann, by the way, ne? Mehr geht nicht. Go for Interceptor. Ready to copy. Send message. Go for assault. Care threat detected. Enemy strike craft. Eieiei, und schon haben wir das Korn.
Also, holt die Ressourcen. Ich kann mir überlegen, dass ich jetzt hier mit denen hier schon mal da hochgehe und das hole. Weil die Angriffsfregatten machen einen verflucht guten Job. Und ich unterstütze sie vielleicht mit den. Nee, mit den Jungs hier. Also die Angriffsfregatten sind mega krass. Beobachten wir sie mal. Ah, da will ich den guten Avditzka hören doch. Combat Alert. Wo? Oh, da kommt was. Board just lit up. Strike craft closing in. In range. A carrier in anti-strike craft mode. Oh shit. Target marked. We're inbound. Das sind größere Schiffe als gedacht. Move to engage. Ei. Schnell wieder Schaden verringern. Hui. Ohne einen Verlust hier oben. Na, da unten haben wir leider Verluste. Flieg mal zurück zum Träger hier. Ihr auch. Ihr macht hier weiterhin das Zeug. 1, 2, 3. Oh, wieder fieser Kontakt von hinten. Holt sie euch. Ich habe das Gefühl, wir werden hier dieses Mal nicht hops genommen fürs Erste. So, wir werden danach wieder runterfliegen und erstmal reparieren, sobald wir das. Oh, Flotte ist in den Kampf eingedrungen. In range. Engaging frigate. Woher? Ach, da oben. Ready. Contact. You're taking fire from that frigate. Damage control is ready. Target locked. Engaging enemy frigate. Direct hit. Come about the target. Receiving. Corvette closing south and heavy. We are taking fire. Engaging enemy frigate. One return fire. Also die haben es versucht, aber es blieb bei dem Versuch. Ja, guck mal, wir haben dieses Mal viel mehr Feuerpower jetzt. Fantastisch. Das läuft dieses Mal richtig, Leute. Das läuft richtig gut. So, ihr fliegt jetzt hier wieder runter. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das Schiff. Da ist es. Und die Rohstoffe sind auch erstmal wieder weg. Also alle Schiffe hier wieder beim Träger versammeln. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal da drüben hin. Mit dem Träger. So, der Plan. Hostile Corvette in range. Strike craft. Contact alert. They're too fast for us. Carrier engaging enemy strike craft. Go invasive. You're in their firing lane. Oh. Primary hull is. All stations alert. Enemy Corvette. Fleet. Enemy strike craft closing fast. Gunnery. Ihr müsst hier eingreifen. Strike craft within minimum. Corvette needs support. Sonst verliere ich jetzt die ganzen Ionenfregatten. Das wäre nicht toll. Contact warning. Enemy strike craft on intercept. Strike craft are pushing. Targeting strike craft. Sensor alert. Enemy strike craft. Contact. Enemy Corvette is closed. Good hit. The reactor is fighting. Corvette. Okay, wir haben sie. Dann wieder anschließen. Hey, this is Flight Lead looking to put down. I go back. Moving on, SO. Please advise. Nochmal zwei Abfangjäger. Wo sind die Abfangjäger? Da sind die Abfangjäger. Ready.
So, wieder eine Gruppe draus gemacht und wieder V-Formation draus. Wie gesagt, die sind auf Mauer, die sind auf Linie. Und die sollen nämlich auf Linie sein. Interceptor lead. In position and standing by. Move complete. Man merkt, dass es auch weniger Ressourcen gibt, wenn man weniger Spieler hat. Corvette ready. We have contact. Corvette. Move complete. Station wieder. Interceptor holding. Enemy frigate targeting. We have contact. Enemy frigate. Uiuiui, da zerlegen sie aber gerade die ganzen Anfangsräder. Ich glaube, ich verziehe es auf die Abfangjäger. Ich gehe eher auf die Aufklärer. Eieiei. Okay. Ja, jetzt folgt denen hier endlich mal. Sonst werdet ihr hier nie überleben. Ne, die überleben auch nicht. Die gehen drauf. Dagegen ist nichts mehr zu machen. Ich wünschte mir, ich könnte mir noch ein paar weitere Fregatten holen. Dann würde ich mir wenigstens ein oder zwei Begleitfregatten holen. Aber das Thema ist jetzt durch. Das Thema ist gerade eben durch. Interceptor reads. Corvette, come. Ihr sollt jetzt den hier auch endlich folgen. Combat alert. Also ich mache jetzt hier mal 20 von denen. Zumindest ist das der Plan erstmal. 1, 2, 3, 4. We are inbound. Und ihr holt euch die Ressourcen. Hostile strike craft locked in. Maintain range. Strike fleet. Contact. Sensor alert. Enemy strike craft. Contact. Carrier engaging strike craft. Set. Strike craft sighted. Don't let them close range. Frigate. What's the call? Scratch one enemy corvette. Ja, die können nur. Die können nicht andocken, die können nur verteidigen, okay. Also jetzt habe ich hier diese ganzen Aufklärerschiffe. Alert! Strike craft in range. Engaging. Ihr könntet jetzt endlich mal da hochkommen. Ich hab's euch schon 12.000 Mal gesagt. Sie waren da ständig angegriffen. Deswegen werden sie die ganze Zeit hier, wie soll ich sagen, zurückgelassen. Nennen wir es mal höflich zurückgelassen. Send transmission. Seid ihr dabei? Ihr seid dabei. Okay, gut. Jetzt schickt eure Schiffe raus. Sehr gut. So, jetzt müssen wir gleich hin zum Rapid Response Fleet posten. Recon hier. Ihr fliegt jetzt da hoch. Zusammen mit. Targeting Alert. Engaging. Strike craft income. Oh Gott, wo habe ich denn die jetzt hier? Ihr seid die Nummer 2. Ihr sollt damit hochfliegen. Da haben wir jetzt Kontakt, ihr fliegt sofort wieder zurück, das sind Kampfjäger. Also das ist eine Aufgabe für diese Jungs hier. Wir werden auch von hinten angegriffen. Moment. Umdrehen, das ist ganz schön arg gerade eben. Enemy Corvette engaging. Contact Corvette closing. Adjust. Da kommen noch mal Contact irgendwelche. Corvette has us in sight. Von allen erdenklichen Ecken und Enden. Enemy Corvette. Moving contact Corvette ID confirmed. Direct hit. Corvette down. Enemy strike craft engaging. Strike craft firing on. Reset for target set. Komm schon, komm schon. Corvette closing. Target locked. Engaging Corvette. Contact. Enemy Corvette in Corvette in sight. Shifting to engage. Da kommen ja nochmal welche. Target. Scratch one enemy Corvette. After insurgent. Assigning new target. Contact. Engaging Corvette. Target Corvette destroyed. Corvette locked. Rolling in. Mein Träger hat ganz schön Schaden genommen. Enemy Corvette destroyed. Okay, meine ganzen Aufklärer sind alle wieder am Ende. Engaging enemy Corvette.
couchen. Ready to copy. Also jetzt da hoch. Enemy strike craft has range. All stations alert. Engaging enemy strike craft. Die haben das hier geregelt. Cross check confirmed. Fire at will. Ready. Ion copies. Go. Ion charging. Watch for counter. Channel open. Caution alert. Hostile Corvette in range. Und ich habe die gesamten Ressourcen schon wieder eingesackt. Okay, immerhin. Tracking strike craft in range. Mehr Ressourcen gibt es jetzt hier erstmal nicht mehr. Was ist mit dir? So, du fliegst da auch hoch? Okay. Wie lange ist das jetzt hier noch umkämpft? So lange, bis der eine jetzt hier zerstört wurde, ne? Der eine hier. Der freche Lump hier. Jetzt haben wir's. Ey, ohne Witz, diese Angriffsfregatten sind der absolute Knaller. Enemy strike craft engaging. Rounds incoming. Ihr seht, was ich meine. Spratz Maru. Voll geil. Go for assault. Break contact. Full power to engines. Combat alert. Du kommst ja auch noch mit hoch. Check screens. Da hinten kommt nochmal Kontakt. Oh, oh, oh. Und jetzt erobern wir es. Und wieder welche. Oh, die haben es sofort zerlegt. Ja. Nice. Sehr nice. Der wird demnächst Platz. Ich werde wenig dagegen tun können. Wieder Delta-Formation, genau. So. DC, so. Interceptor. So. On approach, please advise. Dann. Send message. Die Hangarflotte, die Surprise Fleet. Helm, adjust for new course. Combat alert. Träger muss wenden. Contact. Strike craft are pushing in. Carrier is in. Der hat sich's gedacht und hat sich selbst mit beerdigt. Ready to copy. Tracking strike craft on approach. Meet them head on. We are in range. Contact strike craft. Corvette in sight. Engage. We are taking. Da kommen immer mehr. Sensor alert. Enemy strike craft. That Corvette has a lock on. Strike craft locked up. Attacking strike craft. Corvette in range. Engaging. Taking fire. Contact. Enemy strike craft. Engaging enemy Corvette. Corvette spun. They're fired. Targeting strike craft. Strike craft in range. Contact. Enemy strike craft. Give me zone coverage. I have your target. Corvette destroyed. Target alert. Hostile Corvette on the board. Was holt ihr euch? Meine Fresse. Set. Hostile strike craft locked in. Maintain range. Enemy frigate in attack. Das sieht gerade nicht gut aus. Okay, ich hole mir jetzt eine Begleitfregatte zum Reparieren. Enemy frigate destroyed. Contact. Hostile strike craft. Also die Railgun Corvettes machen hier wirklich nicht viel. Ich verliere zu viele davon. Vielleicht nachher, wenn der Große kommt, aber momentan eher so mittelgeil. So, jetzt fliegt mit. So, habe ich jetzt hier... Nee, das Ding wird immer noch gebaut. Genau, die Begleitfregatte. Dann kann ich endlich andere Schiffe reparieren. Ich habe nämlich einige, die gerne repariert werden möchten. Vor allem der da. Wir bekommen wieder Probleme. Also ich baue jetzt keine Abfangjäger mehr, ne? Die lohnen sich gerade eben für mich gar nicht. Ich verliere die am laufenden Band. Mach's gut, Rolf. Schön, dass du da warst. Send message. Jetzt die Begleitfregatte bauen. Erst habe ich sie erforschen müssen.
Da kommen noch mehr Gegner. Okay, jetzt haben wir die Flotte wenigstens hier wieder beieinander. Wir warten jetzt kurz hier, bis die jetzt hier so frech waren und angegriffen haben. Da ist eine Fregatte. Nee, sie ist noch nicht draußen. Okay, die greifen da unten jetzt an. Ist jetzt die Fregatte? Nee, wo ist denn jetzt meine Begleitfregatte? Wo ist meine Begleitfregatte? Corvette is lined up. Engaging. Target Ion taking strike craft. Ah, damn it. Get him off us. Take it off the board. Chill. Hostile Corvette displeased. Reporting critical damage to Corvette. Power. Hostile Corvette is on the board. Sega, du kommst da auch runter. That Corvette has a lock on. Gunner, please return the favor. Und ich habe alle Railguns wieder verloren. Polishing easy, das bringt einiges. Zwei Monate verschieben bringt beim Polishing einiges. Wo ist... Wo ist meine Begleitfregatte? Oder wurde die schon zerstört? Ich nehme mal an, dass sie zerstört wurde, weil ich sehe sie nicht mehr. Ich muss davon ausgehen, dass sie zerstört wurde. Naja, das kommt drauf an, was man einstellt, ne? Die Haltung ist wichtig. Ich gebe aber zu, dass ich noch nicht so hundertprozentig exakt verstehe, welche Haltung was genau im Detail macht. Ich habe dafür halt zu wenig Zeit gehabt, das alles mir genau anzugucken. Okay, Leute, jetzt greift er an. Na komm schon! You have eliminated all production base, but an enemy battlecruiser has entered the AO. Destroy it to complete your mission. HQ is sending reinforcements to assist you. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen können. In Anbetracht der Tatsache, was mich jetzt hier gerade eben alles noch zerlegt. Also ich wurde hier gerade eben gekonnt niedergezerrt, nachdem es am Anfang so gut lief. Und es gibt keine Ressourcen mehr, glaube ich, für mich. Ich habe auch alle meine Ressourcen selber verloren. Die haben sie mir professionell weggemacht. Was ist das? Hä? Ach, das ist mein... Wo bist du denn da hin? Ich wurde gerade zerstört, aber... Ich habe gerade nicht verstanden, warum mein Begleitschiff auf der anderen Seite gespawnt ist. Das habe ich nie verstanden. Okay, also ihr seht jetzt aber, ich kann jetzt hier theoretisch mit einem... Ich bekomme jetzt ein neues Icon für meinen Account und ich könnte jetzt eine Bomberflotte haben. Also die wäre dann mit wahrscheinlich ganz anderen Schiffen ausgestattet. Mal aufs Profil anpassen. Ihr seht jetzt ja, was ich noch machen kann. Also jetzt hier verschiedene andere Icons, andere Hintergründe. Aber mal gucken, was will ich denn hier haben? Hier sieht man auch die gesperrten Dinger. Tatsächlich finde ich das hier irgendwie am coolsten. Tatsächlich fand ich das am coolsten. Okay. Zur Lobby zurückkehren. Hallöchen Memorai, mein Lieber. Willkommen. So, also ihr seht, ne? Jetzt könnte ich auch eine Bomberflotte nehmen. Die hat Torpedofregatten und Rohstoffleitschiffe. Also wir starten dann tatsächlich mit deutlich weniger als üblich.
Aber haben wahrscheinlich auch wieder eine komplett andere Schiffskomposition. Davon würde ich momentan ausgehen. So, ich speichere das mal gerade eben. Aber für heute ist gut, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle als allererstes nochmal bei Gearbox Publishing für das Sponsern dieses Streams. Falls ihr auch noch Bock habt, euch dieses Spiel zu kaufen oder die Demo zu spielen, macht mal Ausrufezeichen Homeworld 3 in den Chat. Darüber hinaus, war das ein gesponserter Stream. Deswegen steht da drüben Werbung, meine lieben Freunde. Und ich verabschiede mich dann von euch von heute. Schön, dass ihr da wart. Euch allen jetzt ein gutes Nächtle und viel Spaß mit Homeworld 3, der Demo und den Wargames. Ich bin mir sicher, ihr schafft das besser als ich. Macht's gut und bis morgen. Da bin ich nämlich wieder live. Bye, bye. So, und jetzt gucken wir mal. Ich schicke euch natürlich noch weiter und ich schicke euch irgendwo hin, wo jemand auch Homeworld 3 spielt. Mal gucken, wer spielt denn Homeworld 3 heute? Das werden wir doch sicherlich herausfinden können. Gibt es da jemanden, den ich kenne? Ich glaube, ich nehme wieder einen kleinen Streamer. Ich weiß nicht. Ja, ich habe da einen. Also, wir raiden mal. Wobei, ich guck mal, wer ist denn auf Deutsch? Gibt es jemanden auf Deutsch? Ich bin, glaube ich, der Einzige auf Deutsch. Egal. Dann nehme ich auch einen englischsprachigen. So, Moment. Das muss ich. Ich bin gerade eben zu doof herauszukriegen, wie ich das jetzt wieder rückgängig mache. Liebes Twitch, wo ist die Sprachsteuerung? Ah, hier. Raus mit. Also gut. Also das ist ein englischsprachiger Kanal. Grüßt ihn von mir. Bye, bye.